Hallihallo, mein lieber Wittergeborener. Wir wollen mal in deinen Oktober schauen, was für dich wichtig ist. Das kann nicht auf jeden zutreffen, weil es Kollektivlegungen sind. Zeit ist fließend. Und ja, wenn du dich nicht angesprochen fühlst, dann bist du dieses Mal leider nicht dabei. Nimm nur das für dich mit, was wichtig ist. Manchmal ist das auch nur ein Satz, ein Wort, wo du sagst, ja, das meins. Das reicht mir auch schon, danke. Was haben wir denn hier für den Wittergeborenen? Ja. Die 11 und die 11. Die Quersumme ist jeweils 2. In der nächsten Zeit solltest du darauf achten, auf die 2 auf jeden Fall. 222, Hausnummern, Bons, Telefonnummern, Zeitangaben, Autokennzeichen. Da bekommst du Hinweise. Ja. Gib neue Impulse. Das heißt, neue Ideen. Hör auf Freunde. Also wenn dir irgendein Freund einen Ratschlag gibt, lieber Witter, im Oktober, hör dir das auf jeden Fall an. Die 2, also kann übrigens auch für 2 Personen stehen. Was haben wir denn? Finde einen neuen Sinn. Haben wir ja hier auch. Gib neue Impulse. Finde einen neuen Sinn. Mit der 9 ist man ja auch kurz davor, was abzuschließen. Also das ist so, ach, ich habe so ein bisschen die Schnauze voll, Karte. Ja, du spiegelst die Welt und die Welt spiegelt dich. Zeiten des Lebens. Das heißt Dinge von außen. Da hast du so ein bisschen die Nase voll vielleicht. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Worum geht es beim Wetter im Oktober? Was dürfen wir dem Wittergeborenen da mitgeben? Worum geht es da im Oktober jetzt für die nächste Zeit? Dir fehlt was. Der Diebstahl, du hast vielleicht was verloren. Oder es mangelt dir an irgendwas. Weil wir hatten ja hier mit der 9, du hast irgendwie die Schnauze voll von was. Was fehlt dir denn? Vielleicht stiehlst du dich auch davon, lieber Witter. Worum geht es da noch bei Witter? Ja, hier. Es muss sich was verändern. Was soll sich denn bei Witter verändern? Aha. Die Aufgabe. Einen anderen Aufgabenbereich. Es beschäftigt dich. Okay. Worum geht es noch bei Witter? Was dürfen wir Witter dann noch mit dem? Die Gemeinschaft. Okay. Was ist das für eine Gemeinschaft? Aha. Die Gemeinschaft. Viele Leute. Die Gemeinschaft kann auch viel sein. Kann Familie sein, das können Freunde sein, das kann der Arbeitsplatz sein, also das Umfeld. Soziale Umfeld, Internet, Sportverein. Das ist die Entscheidung. Du sollst im Oktober eine Entscheidung treffen, womit du dich beschäftigen möchtest. Weil jetzt fehlt dir was. Und es muss sich was verändern. Okay? Was wird er dann für eine Entscheidung treffen? Was wird er für eine Entscheidung treffen? Worum geht's da? Was ist der Tipp für Witter? Was dürfen wir dem Witter da mitgeben? Aha, das nicht ganz gekonnt, aber nicht gewollt. Ja, das Gericht.
Also wieder die Entscheidung. Okay. Also es geht um eine Entscheidung, lieber Witter, im kommenden Oktober. Worum geht es da noch? Lange Zeit. Okay. Die lange Zeit. Das Gefängnis und die Militärperson. Das kann für einen Chef stehen, aber auch für eine Amtsperson, keine Frage. Na. Du hast dich irgendwie in einem Gefängnis befunden. Du bist da nicht weitergekommen. Ja, da ist die Schnauze von voll. Gib neue Impulse, also das heißt, dir fehlt was. Du bist im Mangel. Du brauchst eine Veränderung. Entweder beschäftigst du dich damit, ja, den Arbeitsplatz zu wechseln, weil dich dein Job nicht mehr ausfüllt. Ja. Für einige, ganz wenige, kann das natürlich auch sein, dass sie gerichtlich verurteilt werden und tatsächlich ins Gefängnis müssen. Oder gerade dem Gefängnis entkommen, weil es sind ja die fernen Horizonte. Vielleicht hast du irgendwas ausgefressen. Aber wir nehmen mal die softe Version, dass wir haben ja hier die Gemeinschaft. Also es kann für ein Gerichtsurteil stehen, keine Frage. Aber es kann natürlich auch sein, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst und den Arbeitsplatz wechseln möchtest. Was haben wir da bitte noch für den Witter? Worum geht es da konkret? Und zwei Karten nehmen wir bitte noch. Ja, das ist die Selbstliebe. Eigenliebe. Ne? Die Eigenliebe. Du sollst dich selber lieben. Weil hier mit dem Mangel bist du irgendwie nicht glücklich. Dir fehlt ja was. Und du weißt, dass du was verändern musst, lieber Witter. Ein, zwei Karten nehmen wir noch aus diesem Deck. Worum geht es da genau? Ja, da haben wir den Vertrag, die Bindung, die Partnerschaft. Und ja, wieder sich selber. Langer Weg. Ja. Dir geht's nicht gut. Dir geht das nicht gut. Da haben wir das Wohnzimmer, also dir selber, also dich selber. Dir geht's nicht gut. Na? Und das schon eine lange Zeit. Das ist der Vertrag. Da ist der Vertrag. Es kann gut sein, dass du dich in der Firma nicht mehr wohlfühlst. Es kann aber auch, ja, wie gesagt, ich habe ja auch das Gericht liegen. Es kann natürlich auch sein, dass du dich in deiner Partnerschaft nicht mehr wohlfühlst. Und hier haben wir ja den Militärsperson, also einen Anwalt aufsuchst, die Gemeinschaft. Es könnte sich auch um eine Scheidung handeln. Aber auch um einen Arbeitsplatzwechsel. Können wir das bitte konkreter haben für den Witter? Also in irgendeinem Vertrag, wo du dich lange befindest, bist du nicht mehr glücklich, lieber Witter. Und das ist was Offizielles. Da verändert sich offiziell was. Aus Eigenliebe. Okay. Worum geht es da noch? Ja, eine Person, die du lange kennst. Eine weibliche Person, die du lange kennst.
Ja, hier ist die lange Zeit. Ja, und seit kurzem ist man nicht mehr ehrlich. Ne? Nicht mehr ehrlich in dem, was man sagt. Und so Kummergespräche. Das sind so Kummergespräche. Worum geht es da noch, bitte? Was ist das für ein Bereich? Was ist das für ein Vertrag? Geht es um eine Scheidung, um einen Berufswechsel? Ein, zwei Karten bitte noch für den Wittergeborenen. Da haben wir die Nachrichten. Ja. Ja, etwas, was du liebst. Liebevolle Nachrichten. Dieses Aufeinanderzugehen, das ist irgendwie blockiert, schwierig geworden. Und hier haben wir die Veränderung, die du möchtest. Die hatten wir da oben ja auch schon liegen. Die Würfel. Dir fehlt was. Worum geht's da noch, bitte? Das heißt, es gibt da keine lieben Worte im Moment. Nur Schwierigkeiten. Ja. Wir haben ja die Öffentlichkeit. Es kann, wie gesagt, der Arbeitsplatz sein. Das kann der Arbeitsplatz sein. Dir fehlt da was. So, da haben wir das Vertrauen auf eine positive Wende. Da hast du dich für geöffnet. Okay. Worum geht es da noch? Du vertraust. Du bist da ganz offen und ehrlich im Vertrauen. Du möchtest eine positive Veränderung. Ja. Du schaust dir was an. Und das auch die Hoffnung. Dieses Vertrauen. Aber wir hatten ja da den Berg. Und das Schiff ist auch langsam. Das geht nicht so voran, wie du das möchtest. Das geht dann da nicht so voran, wie Witter das möchte. Ja, der Richtungswechsel. Die Veränderung. So, du wünschst dir einen Neuanfang. Du wünschst dir einen Neuanfang, lieber Witter. Also das kann auch ein Ortswechsel sein, wenn es um die Arbeit geht. Also, ne? Also auch ein Arbeitsplatzwechsel. Weil im Moment Labyrinth. Im Moment bist du da irgendwie drinne. Wir hatten ja auch das Gefängnis. Irgendwie kommst du da nicht weiter, nicht raus. Ja, es ist ein Vertrag. Ein bindender Vertrag. Der geißelt dich, also der belastet dich, dieser Vertrag. Was ist denn das für ein Vertrag? Oh, da kommt nichts mehr. Okay. Da kommt nichts mehr. Dann gucken wir mal weiter. Also Widder, fassen wir mal zusammen. Hat Mangel, fühlt sich nicht wohl, weiß auch nicht, wie es weitergehen soll, möchte neu anfangen. Und jetzt dann noch bei Wetter. Das sind so viele, die sollen nicht mit, aber wir gucken hier mal weiter. Und jetzt dann noch bei Wetter. Ja, Schwierigkeiten nach wie vor. Ja, hier, die Arbeit. Die Arbeit. Die Arbeit, die Arbeit. Das Festhalten, das Klammern.
Hier haben wir wieder die lange Zeit. Die Seele, die lange Zeit und die Schwierigkeiten und wieder die Entscheidung. Aber die weibliche Energie. Ja, die hat mir davon schon mal. Das liegt ja auf der Seele. Das ist für dich schwierig, eine Entscheidung zu treffen, weil du da irgendwie bindend in einem Vertrag hängst. Du willst ja neu anfangen. Okay. Das sind so viele. Worum geht es da noch? Ja, wieder das Vertrauen und die Hoffnung. Das Vertrauen und die Hoffnung. Auch die Entfernung. Hier haben wir die männliche Energie. Ein Freund. Ein Freund. Okay. Also jemand, der freundlich auf dich zukommt. Ne? Das ist die Entscheidung. Aber das geht langsam. Und du weißt nicht, was du willst. Du bist innerlich blockiert. Es kann tatsächlich ein neues Arbeitsangebot sein. Okay, worum geht es da noch? Der Witter, das ist die Harmonie. Also bis zum Winter auch die Lilien. Ja. Bis zum Winter passiert da aber nichts. Wir hatten ja auch die bindende Zeit. Also das kann sein, dass du hier tatsächlich ein neues Angebot bekommst, aber du kannst es nicht wahrnehmen, weil du in dem anderen Vertrag gebunden bist. Weil hinterm Turm ist ja das Klee gefallen. Das steht ja auch dafür, dass das nicht so schnell geht, wie du das gerne willst. Okay. Was dürfen wir Witter da noch mitgeben? Was ist denn da noch gefahren? Ja, Gedanken. Du machst dir Gedanken. Na, es ist kompliziert. Komplizierter, langer Weg, der sich da eröffnen soll. Viele Zweifel. Ja. Ja, unterm Kartendeck hatten wir ja die Plötzlichkeit und die Arbeit. Was dürfen wir bitte dann noch mitgeben? Was ist der Tipp? Was passiert da noch? Was passiert da noch bei Witter? Bitte der Tipp, wie geht das aus? Eine Entscheidungshilfe für den Witter, bitte. Okay. Ja. Also wieder der Hinweis, dass du nicht glücklich bist. Die Sonne und der Turm in dem Weg. Der Weg geht da irgendwie nicht weiter. Bitte ein Tipp noch für den Witter. Was muss Witter tun? Das Kommunikation. Ja. Sind auch schwierige Kommunikationen schon lange. Das ist der Mond, also auch Illusionen, die man sich da macht. Illusionen, Träume. Ja. Nachts. Viele Gedanken nachts. Ja. Man weiß nicht, was man sagen soll. Man weiß nicht, was man sagen soll. Hier.
Das geschlossene Buch, man behält das für sich. Das geschlossene Buch, das man für sich behält. Buch, der Fußboden. Weil das der Vertrag, der ein Geschenk ist. Ja, der Vertrag, der ein Geschenk ist. Also eine Einladung. Dieser ja, das ist wieder die Öffentlichkeit. Da kommt öffentlich was auf dich zu, lieber Witter. Ein Vertrag. Also eine Bindung. Und das ist auch gut. Aber du steckst da irgendwo anders noch drin, ne, wo du nicht rauskommst. Ja. Das geht auch schnell. Hier haben wir der kurze Weg. Also da kommt also was auf dich zu. Auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Da ist der Schlüssel. Was öffnet der Schlüssel dann? Das ist der Schlüssel. Wer hat den Schlüssel? Ja, keine Harmonie. Bis zum Winter. Also die Lilien, also bis zum Winter passiert da gar nichts. Das tut mir leid. Also was immer du da auch möchtest, vorwärts bewegen möchtest, das geht ganz schleppend voran. Bis zum Winter passiert da gar nichts. Also wir hatten ja auch hier den Schützen, also Dezember. Und hier sogar noch den Hinweis auf den kommenden Februar im nächsten Jahr. Neue Impulse. Wassermann. Also Ende Januar, Februar eher. Ja. Eine ist da noch gekommen. Was haben wir denn da? Ja. Aber du sollst im Vertrauen bleiben. Also was immer das für ein Vertrag ist, das kann ein Mietvertrag sein, das kann ein Arbeitsvertrag sein. Weil wir hatten ja hier auch den Ortswechsel, also dir fehlt da jetzt was, wo du bist. Du bist nicht glücklich, du willst das verändern. Aber wir haben hier ja das Gefängnis, das stagniert. Du kommst da nicht weiter. Aus irgendeinem Vertrag kommst du da jetzt gerade nicht raus, wo du nicht glücklich bist. Und das wird auf jeden Fall bis zum Winter dauern. Und ich denke sogar Ende Januar, Anfang Februar, vorher wird da nichts passieren. Aber du sollst im Vertrauen bleiben. Na? Ja, das kann ein Arbeitsvertrag sein, das kann ein Mietvertrag sein. Das können sämtliche Arten von Verträge sein. Wenn du aus irgendeinem Vertrag jetzt raus willst, lieber Witter, wird das jetzt gerade nichts. Dieses Jahr nicht mehr, eher ab Februar im nächsten Jahr. Okay?